Nach der Akustikgitarre kam irgendwann die E-Gitarre. Bass geht auch schon länger elektronisch und selbst akustische Instrumente wie das Schlagzeug werden immer weiter modernisiert und verändert. Trotzdem schwören vor allem die Profis der klassischen Musik oft auf das Original. Die stellvertretende Konzertmeisterin des Gewandhausorchesters spielt eine Niccolo Galliano. Die wurde 1784 gebaut, ist also über 200 Jahre alt. Und das, obwohl man so eine Geige zum Beispiel in einer modernen Fabrik in wenigen Tagen bauen oder mittlerweile sogar in 3D drucken könnte. Aber ist das wirklich vergleichbar? Hier gehen die Meinungen auseinander. Vielleicht habt ihr auch schon mal davon gehört, dass alte Geigen viel besser klingen sollen als die, die heute hergestellt werden. Manche Experten schwören, dass sie einen Unterschied hören. Andere Wissenschaftler sagen, dass sie im Labor keinen Unterschied zwischen einer Geige von heute und einer von vor 100 Jahren feststellen können. Und genau darum geht es heute. Science gegen Tradition. Wer baut die bessere Geige und gewinnt den großen Blindtest? Das ist Sound and Science. Wenn ihr schon mal auf einem Konzert wart, dann kennt ihr das bestimmt. Riesige Boxen, Verstärker und Kabel ohne Ende. Man will ja, dass alle in der Halle die Musik gut hören können. Bei einem klassischen Konzert ist das aber ganz anders. Hier braucht man keine Mikrofone, Kabel oder Verstärker. Im Konzertsaal regelt das die gute Akustik und die Baukunst der Instrumente. Wie genau das mit der Akustik funktioniert und wie ihr das sogar zu Hause mit Kopfhörern spüren könnt, das haben wir in diesem Video hier gezeigt. Heute wollen wir uns aber die Instrumente mal genauer anschauen. Manche Instrumente haben nämlich überhaupt nichts gemeinsam, schaffen es aber trotzdem, den gleichen Ton zu erzeugen, nur eben auf eine ganz andere Art und Weise. Obwohl ein Flügel, eine Trompete oder eine Geige alle ein C spielen können, hört sich das C aber ganz anders an. Das liegt daran, dass es immer anders zustande kommt. Ein Flügel hat zum Beispiel einen Hammer, der eine Saite anschlägt. Die Lautstärke dieses Schlags wird dann mit der Zeit immer leiser, da die Schwingung der Saite nachlässt. Bei einer Trompete entsteht der Klang durch die Luft, die wir hineinblasen. Das heißt, es kann mal lauter und mal leiser sein und schwächt sich nicht natürlich ab, sondern erst, wenn die Lippen, die durch Schwingung den Ton erzeugen, nachlassen. Was aber sowohl der Flügel hier als auch diese Trompete gemeinsam haben, ist, dass sie Töne produzieren. Das überrascht jetzt wahrscheinlich keinen. Was aber viele nicht wissen, alle Töne setzen sich aus Einzeltönen zusammen. Und das gilt auch für jedes Geräusch, alle Klänge um uns herum oder sogar unsere Sprache. Und nee, damit meine ich jetzt nicht nur melodische Sprachen, so wie Französisch. Es reicht schon, wenn wir zum Beispiel im Deutschen ein ganz kurzes Wort von uns geben. Ohr. Dann hören wir eigentlich ganz viele Einzeltöne. Und diese Einzeltöne machen unsere Sprache, Geräusche, aber vor allem Töne aus Instrumenten einzigartig. Das C beim Flügel und das C bei der Trompete klingen anders, weil beide Cs durch ganz viele verschiedene Einzeltöne produziert werden. Das ist zum Beispiel bei einer Trompete das Blech oder der Hammer beim Flügel. Und hier wird es spannend, denn in der Wissenschaft unterscheidet man zwischen gewollten und ungewollten Tönen. Wenn man also ein Instrument baut, gibt es Teiltöne, die unbedingt drin sein müssen und solche, die eben einfach passieren. Okay, und die Wissenschaft kennt ja alle diese gewollten und ungewollten Teiltöne, die zusammen den Sound eines Instruments ausmachen. Dann sollte es doch mittlerweile keinen Unterschied mehr geben zwischen alten und neuen Geigen, oder? Das wollen wir jetzt mal in der Praxis testen, und zwar mit einem kleinen Experiment. Okay, und da sind wir auch schon bei unserem kleinen Experiment. Wir spielen heute quasi 1, 2 oder 3. Und zwar mit diesen 5 wunderschönen Menschen hier auf der Bühne. 3 Musikerinnen und Musiker vom Gewandhausorchester. Tünde, du spielst Flöte. Carsten, du spielst Kontrabass. Und Tom, du spielst Pauke. Wir haben hier 3 Musikerinnen und Musiker, die wissen, glaube ich, einigermaßen, wie sich eine sehr gute Geige anhört. Lisa, du hast Operngesang studiert. Und ich hab gar keine Ahnung. Das heißt, ich bin so ein bisschen die Kontrollgruppe. Und wir müssen uns gleich entscheiden, welche 3 Geigen wir hören. Grün wird die Geige sein, die die Anfängergeige ist. Damit steigt man wahrscheinlich so ein, wenn man im 5. Lebensjahr ist. Das rote Samttuch steht dafür, dass das Eugens eigene Geige ist, die über 200 Jahre alt ist. Das goldene Tuch ist für eine 3D gedruckte Geige, also etwas sehr Modernes, etwas super krass Technisches, das extra dafür entworfen wurde. Wir werden jetzt gleich von Eugene eine kurze Melodie hören und müssen uns dann als allererstes mal entscheiden, was wir glauben, welche Geige wir gerade gehört haben. Was glaubt ihr, wie schwierig wird das Ganze? Meint ihr, das ist ziemlich einfach oder wird das super schwierig? Ich glaube, der Kontrabassist hört es auf jeden Fall.
Auf dir ruhen die größten Hoffnungen, Carsten. Wurde ich ja nun nicht geil gespielt, aber ich glaube schon, wir werden das rauskriegen. Okay. Was denkst du, wird schwierig? Und besonders die moderne Geige, die gedruckte Geige, interessiert mich so. Ich glaube, es wird mega spannend. Ich will jetzt, dass es losgeht. Ich kann mir auch nicht so ganz vorstellen, wie sich eine 3D-gedruckte Geige anhört. Ich habe es, glaube ich, auch noch nie gehört. Fangen wir an. Wir hören jetzt das erste Stück von Yunjin. Okay, es klingt wunderschön, aber ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt gerade einordnen soll. Es klingt sehr, sehr schön, aber wird es noch besser? War das schon das Beste, was wir hören können? Was denkt ihr? Ja, das finde ich jetzt auch gerade schwierig. Also ich hätte jetzt gerne alle drei hintereinander einmal gehört. Dann wäre es, glaube ich, also ich glaube, es wird noch besser. Also ich glaube nicht, dass das Yunjins eigene war. Aber wenn sie gespielt hat, habe ich mir die Frage gestellt, okay, aus welchen Materialien wurde die 3D-gedruckte Geige hergestellt? Also komplett Kunststoff? Vielleicht verraten wir das auch noch gar nicht. Okay. Aber gut, dann ist es jetzt Zeit, sich mal zu positionieren. Wir können mal so ein bisschen hin und her hüpfen, weil wir wollen uns auch nicht gegenseitig beeinflussen. Wir haben jetzt gerade schon ein bisschen erste Eindrücke gehört. Aber ich glaube, ich werde mich hier hinstellen. Der Streicher gibt mir recht, das ist gut. What? Das ist schön. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Okay, krass. Yunjin guckt schon. Hören wir uns nun die zweite Geige an, okay? Jetzt denke ich mir auch wieder, okay, falsche Entscheidung. Aber es war ein Riesenunterschied, oder? Also selbst ich habe das gehört. Was waren die Unterschiede jetzt hier? Viel leiser. Es war weit nicht so gut wie die vorige. Ja. Es war leiser, das habe selbst ich gehört. Es fehlten einfach jegliche Art von Obertönen. Das ist, als wenn da ein Dämpfer drauf ist. Klang, finde ich, absolut wie Kunststoff. Ja. Entweder ist das eine sehr schlechte Schülergeige gewesen oder es ist einfach die Kunststoffgeige. Ich bin mir sehr sicher, dass Yunjin auf einer vertretbaren Schülergeige einen deutlich offeneren, lebendigeren Ton erzeugen würde, könnte, müsste. Okay, super, super spannend. Wie sagen? 1, 2 oder 3? Letzte Chance vorbei. Einmal nochmal ein bisschen sich überlegen, wo wir uns hinstellen. Aber es ist tatsächlich auch das, was ich, also ich bin wirklich überrascht, weil normalerweise bin ich bei sowas immer ganz schlecht und ich habe das Gefühl, dass ich sowas nicht raushören kann. Die Scores sind in. Wir sind alle dafür, dass das die 3D-gedruckte Geige ist. Wir sind uns anscheinend alle sicher, dass das Kunststoff war gerade. Ich muss sagen, das habe ich eher erwartet. Ich fand, die erste und die dritte waren schon deutlich näher beieinander jetzt. Kann man das Alter der Geige raushören? Ich würde behaupten, nicht unbedingt, aber man kann sehr gute Geigen, die dann ja oft alt sind, da kann man die Geschichte mithören in dem Klang. Weil gerade wenn sich Musiker lange mit so einem Instrument beschäftigen, glaube ich, können sie dann umso besonderer auf so einem Instrument spielen. Ich hätte trotzdem mehr dunkleren Farben zu hören erwartet. Eigentlich kann aber dran liegen, dass wir den Stoff drüber zwischen uns haben und da werden doch ein paar von den feineren Farben ein bisschen abgedämpft. Aber ich glaube schon, dass das
Jüngchens eigene waren. Ich glaube, ich weiß schon, was ihr wählt, aber ich habe auch gesagt, dass ich mich nicht davon beeinflussen lassen werde. Deswegen bleibe ich einfach bei meiner ursprünglichen Wahl und werde mich jetzt hier hinstellen, weil ich habe es tatsächlich nicht herausgehört. Und das finde ich auch ganz wichtig herauszustellen, dass ich persönlich, der keine Ahnung von klassischer Musik hat, da jetzt zwischen der ersten und der dritten keinen Unterschied gehört hat. Nur zur zweiten, da habe selbst ich was gehört. Also, eins, zwei oder drei zum letzten Mal. Wo stellt ihr euch hin? Ich werde geschlossen hier alleine stehen. Alles klar. Ich habe mir direkt gedacht, bin ich am zweiten schon oder so. Okay, dann wollen wir es auflösen. Bin ich mal sehr gespannt, was die zweite Geige bringt. Und wie die aussieht. Weiß. Das ist eine 3D-gedruckte Geige aus Kunststoff. Und man kann hier tatsächlich die Rillen sehen, die der 3D-Drucker gemacht hat, der das ja Schicht für Schicht aufschichtet. Ein anderes Gefühl, glaube ich, als eine hölzerne Geige. Wie fühlst du dich dabei, wenn du das spielst? Bisschen seltsam, aber eigentlich sehr interessant, weil man hört sehr viel hier am Ohr. Aber der Klang bewegt sich nicht so weit in den Raum hinein. Aber hier in dem Instrument habe ich schon interessante Klänge gehört. Das ist eine Galliano. Ja. Wow. Die kann man wahrscheinlich nicht mit irgendeinem Wert beziffern, für die man sie erstehen kann. Ich glaube, man kann schon, aber... Also die Geige gehört leider nicht zu mir. Diese Geige gehört zum Gewandhaus. Mhm. Und ich habe diese Privileg, dass ich die Geige seit 2013, glaube ich, spielen darf. Natürlich können wir mit so einem Experiment nicht ein für alle Mal klären, ob es hier wirklich einen spürbaren Unterschied gibt. Wahrscheinlich müsste man einen exakten wissenschaftlichen Nachbau von heute gegen eine alte Geige antreten lassen. Und sowas wurde tatsächlich auch schon mal gemacht. Man hat genau in der gleichen Gegend aus dem gleichen Holz und dem gleichen Wasser wie Stradivari eine Geige gebaut. Und auch hier wollten Leute wieder den Unterschied erkennen und fanden die originale Geige besser. Die Wissenschaft zerbricht sich schon seit Jahren den Kopf darüber. Eine der neueren Theorien ist, dass vor allem die weltberühmten Geigen eine ganz besondere Art von Ton produzieren, der einer weiblichen Sängerin ähneln soll. Und das könnte sogar gewollt sein. Andrea Amati, der Vorgänger von Stradivari, wollte, so munkelt man, ein Instrument bauen, das menschliche Stimmen nachahmt. Andere Theorien sehen den Lack oder das Holz als Geheimnis für den Erfolg von alten Instrumenten. Dafür wurden die Geigen mit Infrarot untersucht oder sogar durch eine Kernspin-Resonanz-Spektroskopie gejagt. Das heißt, man hat die einzelnen Moleküle der Geige und ihre Wechselwirkung mit anderen Molekülen untersucht. Was man an dieser Stelle auch nicht vergessen darf, es macht einen riesigen Unterschied, wer die Geige spielt. Ein sehr guter Musiker kann aus einem sehr günstigen Instrument natürlich viel mehr rausholen als ich, die noch nie eine Geige gespielt hat oder gerade erst anfängt. Und andersherum, neuen Schülerinnen und Schülern fällt es oft leichter, aus guten Instrumenten gute Töne rauszuholen, als aus schwer spielbaren Budgetgeigen. Mit guten Zutaten kocht es sich eben manchmal einfacher. Okay, erste Geige, das war eine Schülergeige. Und wenn man das gedacht hat, das wäre meine Geige, das ist natürlich ein Kompliment. Aber also für mich, für mein Spiel, nicht nur die Geige, sondern ich muss dafür was machen beim Spielen. Solche ältere Geige haben sehr lange Geschichte. Die Geige hat auf jeden Fall viel mehr erlebt als ich, auf jeden Fall. Als wir alle zusammen. Alle zusammen. Eine Violinistin oder ein Violinist weiß, dass sie oder er eine Stradivari oder Galliano spielen. Das beeinflusst vielleicht, wie sie spielen. Und wenn wir das als Zuschauer wissen, beeinflusst das vielleicht, wie wir das Hörbare wahrnehmen. Das heißt, die Geschichte hinter einer Stradivari ist vielleicht so beeindruckend, dass man besser mit ihr spielt, weil man weiß, was das für ein besonderes Instrument ist. Und die Forschung hat gezeigt, dass dieser Effekt ziemlich stark sein kann. In einer Studie hat man herausgefunden, dass Weinexperten teuren Wein besser bewerten als günstigen. Was die Experten aber nicht wussten, ist, dass in der teuren Flasche und in der günstigen Flasche derselbe günstige Wein war. Unsere Erwartung kann uns also wirklich einen Streich spielen und verändern, wie unsere Sinne etwas wahrnehmen. Was feststeht, alte Geigen sind oft aus sehr gutem, sorgfältig ausgewähltem Holz. In der Massenproduktion also nicht wirklich bezahlbar. Das heißt, Sperrholz hört man definitiv.
Aber ob alte Geigen jetzt wirklich grundsätzlich besser klingen und woran das liegen könnte, das weiß niemand so richtig. Wie wichtig die Erwartungen und Gewohnheiten vor allem bei Konzertmusik sind, das haben wir aber schon herausgefunden, und zwar in dieser Folge hier. Hier haben wir erklärt, warum zeitgenössische, also moderne Konzertmusik eigentlich so komisch klingt und was daran so interessant ist. Dafür haben wir sogar Bürohund Finlay ein Ensemble zusammenstellen lassen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Stay classy, bleibt klassisch. Eure Lisa.